Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 7. Im letzten Part haben wir Lubu fertig gemacht und ich habe euch ja einige, ja, zu der Cutscene ein paar Informationen gegeben, mehr oder weniger. Ja, diesmal spielen wir Cao Pi, der Sohn von Cao Cao, der auch nach Cao 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 den Thron erben wird, also den vermeintlichen Thron, weil Cao Cao hat in der Zeit, wo er Anführer seiner, ich sag mal, seine Einheit war, hatte er weder das Interesse, sich als König oder als Kaiser auszurufen zu lassen. Das hat alles Cao Pi dann gemacht, hat den Kaiser zum Abdanken gezwungen und hat sich selbst zum Kaiser von Wei gekrönt. Hat aber leider keine Fortschritte gemacht, was dann die drei Reiche anging, Landgewinn oder ähnliches, hat er einfach nicht geschafft. Wie auch weitere Nachkommen von ihm, die es einfach nicht geschissen bekommen haben, Shu und Wu in die Knie zu zwingen, weil, wie gesagt, Shu und Wu sind ja verbündet und daher Wei auf einen Zwei-Fronten-Krieg sich einstellen muss. Ja, also ist nicht gerade. Super. So. Zhang The Liao. enemy numbers are immense, and surely they will have even more reinforcements lying in wait. Den hat ja Zaut. However, though we may be outnumbered, we possess the superior skill. If everybody gives their all, then we are sure to emerge victorious. Den haben wir, beziehungsweise den hat ja Zaut Zau rekrutiert, weil das auch jemand ist, der einfach die ganze Zeit loyal ist. Er wäre auch für Lubu gestorben, aber Cao Cao hat eben halt das Potenzial in ihn gesehen und deswegen auch rekrutiert. Wir werden uns jetzt nicht weiter aufhalten. Vielleicht schaffen wir ja heute ein bisschen mehr als im letzten Part. Begin the march, before the enemy reinforcements can arrive. Understood. We must remain patient. Und das Wichtigste habe ich mal wieder vergessen. Habe ich auch die besten. Die machen ein bisschen mehr Bums. So, Siegel. Erstmal schön Angriff. Verteidigung. Wo ist das? Mehr Fähigkeitspunkte braucht man nicht. Offizierattentäter und wir machen Gesundheit mehr. Ja. Die Schlacht von Guandu konnte auch nur für Cao Cao gewonnen werden, weil er eben halt eine gute Strategie hatte. Mehr oder weniger. Er hat ja Guandu auf seiner Seite, der so gesagt für Liu Bei sich, sage ich jetzt mal, geopfert hat, damit Liu Bei nicht weiter verfolgt wurde. Und ja, Guandu ist auch dafür zuständig, nämlich die von Yuan Shao die zwei krassesten Offiziere zu killen. Und Cao Cao hatte auch noch einen guten Kumpel in den Reihen von Yuan Shao, aber das sehen wir ja auch gleich. So, wir sollen übers Wasser vorrücken, damit der Gegner uns nicht sieht. Ist auch wieder ein bisschen her, dass ich den letzten Part aufgenommen habe. Was auch einfach daran lag, dass wieder die Arbeit ein bisschen zu stressig war und so. Ich kann aber von vornherein sagen, dass ich vom 6. Juni bis zum 17. Juni, also 2 Wochen sind das, also übernächste Woche habe ich dann 2 Wochen Urlaub und dann werde ich mich da, wie gesagt, auch ranmachen, dass ihr euch jeden Tag ein Video bekommt. Nein, 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 nein. Okay, dann mach ich nicht so viel Bums. Ja, das gefällt euch hier immer ein Hochschleudern, ihr blöden Wichser. Ich muss halt auch gucken. Denn über meine Firma, die hat jetzt so mit so einem. Ja, mit so einem Unternehmen, was mit Sport so irgendwie hier so ein Sportding da irgendwie was zu tun. Da habe ich mich angemeldet und ich werde auch
da ein bisschen Sport machen. Hauptsächlich freitags. Und ja, so ein, zwei Stunden ungefähr. Das ist dann noch nicht zu viel, damit ich halt ein bisschen was mache. Ja, das startet, wie gesagt, für mich startet das dann, wenn ich den Urlaub anfange, werde ich dann freitags dann mal ein bisschen Sport machen gehen. Ja. Was noch? Ja, ich habe vor ein paar Tagen habe ich halt Fable ein bisschen Gold gefarmt und je länger ich das Spiel auch nicht anfasse, desto mehr Geld kriege ich ja auch von der Zeit, die ich nicht aktiv im Spiel bin. Und ja, das war auch nicht gerade wenig. Ich habe im Bauhaus da so ein bisschen was gekauft. Zwar jetzt nicht viel, aber ich habe jetzt ein paar Stände gekauft und ich glaube ein, zwei Gebäude. Für mehr hat es leider nicht gereicht. Das waren... Ach, das leckt aber auch, ey. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht die Aufnahme... Aber bis jetzt scheint... Bis jetzt scheint die Aufnahme noch relativ stabil zu laufen. Sorry, dass ich da jetzt immer noch ein bisschen Paranoia schiebe, aber ihr kennt das ja auch nicht anders von mir. So, jetzt müssen wir die Vorhut ausschalten. Ja, bis jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Ja. Wie gesagt, bei Fable, wo ich die Zeit, das Spiel nicht gestartet habe, habe ich ungefähr 200.000 war das. Da wir auch noch nicht so viel im Spiel erledigt haben, jetzt, dass die Leute da, also die NPCs in der Welt von Fable, uns dann noch nicht so krass kennen, ist eben halt das Problem, dass wir eben halt da noch keinen großen Rabatt kriegen. Und ja, deswegen müssen wir da noch ein bisschen, muss ich noch ein bisschen weiter Geld farmen. Wie gesagt, wenn genug Geld dann auf der hohen Kante ist, damit ich halt neben neue Gebäude, dann neue Waffen kaufen kann. Ich brauche mindestens, ich würde sagen, eine gute Nahkampfwaffe. Aber da habe ich noch nicht geguckt, wie teuer die sind. Also wenn, dann würde ich schon eine der teuersten kaufen, die man von Beginn an kaufen kann. Und ja, es sollte jetzt nicht so viel sein, also das, so viel kann ich schon mal sagen. Außerdem, je mehr Zeit ich investiere zum Geldfarmen, ist es auch gut fürs Ende. Denn um die, ich sage jetzt mal, diese abschließende Quest, die ich da machen möchte, brauchen wir eben halt sehr viel Geld, weil wir waren ja auch schon in der Nähe vom Schloss. Und das kostet sehr viel Geld und da ja, wie gesagt, dieser leider dieser Geldtrick nicht mehr funktioniert, ja, bin ich halt aufs Geldfarmen angewiesen. Und natürlich, je mehr Gebäude, Stände und so, ich hab's ja eigentlich schon mal erklärt, aber vielleicht ist der eine oder andere neu da auf meinem Kanal. Und guckt, schaut sich gerne irgendwie das Fable Let's Play an oder hat es vor, sich anzuschauen. Man weiß es ja nicht. Dass da eben halt, je mehr Immobilien ich auch habe, desto mehr Geld kriege ich auch rein. Und das ist auch gut, wenn ich dann nur die Story spiele, weil ab einem bestimmten Punkt gibt es da, wie gesagt, nicht immer was von der Story bzw. neben Quests dann halt zu tun. Und ja. Aber ich denke mal, das sollte. Man könnte aber auch sagen, dass ich halt mich so lange Zeit lasse mit Geld farmen, bis wir mit Dynasty Warrior durch sind. Dann sind wir nämlich mit Dynasty Warrior durch. Kommt ja dann sowieso erstmal dann nur noch. Neben Fable dann natürlich hier Pokémon Let's Go Evoli. Und ja. Und dann ist ja auch bald das Video da hier, wo ihr euch dann entscheiden könnt,
was als nächstes kommen wird als Let's Play. Ne? Also da freue ich mich schon drauf. Wie ihr euch dann halt auch entscheiden mögt, was so als nächstes, als die nächsten Projekte sein sollen. Los, Zau, rückt jetzt weiter wieder in Richtung Borg vor. Das gefällt mir manchmal auch gar nicht, dass das hier so leckt, ey. Ich hab das nie großartig wahrgenommen. Zeigt's hier. Hab ich überhaupt yep. So, also viel mehr gibt es momentan auch bei mir nicht zu erzählen. Gestern war Männertag, ich habe gestern eh frei gehabt. Und heute habe ich mir Überstunden genommen, weil ich sehe es auch nicht ein, wirklich einen Tag zu Hause zu bleiben und am nächsten Tag wieder zur Arbeit zu dackeln. Und nein, ich habe mich halt nicht zu... Alter, jetzt reicht's. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie kaputt geschossen mit Alk oder so. Ich habe vielleicht ein Bier getrunken, das reicht. Boah, mehr braucht's auch nicht. Weil ich muss mich ja nicht abschießen wie manche andere, ne? Ich meine, okay, wenn man halt in Gesellschaft trinkt, dann ist es was anderes. Da schaukelt man sich immer ein bisschen hoch. Ich habe das selber letztes Jahr bei mir zum Geburtstag gesehen, wo einige Arbeitskollegen da waren. Und dann immer, es kam ein Bier noch. Und dann nach 5 Bier war es für mich schon vorbei. So. Die nächste Schlacht müssen wir, denke ich mir mal, glaube ich, gleich mit hinten dran hängen. Weil da zwischendurch kommt nicht nochmal hier so eine Art Lager, wo wir halt hier dann, wo ich den Part beenden kann. Deswegen werden wir die nächste Schlacht dann gleich noch mit hinten dran hängen. Wenn das die Schlacht ist, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Mein Lord, Xu Yo sends a message. He says he wishes to surrender to you. Excellent. Lord Cao Cao, this should be most edifying. Bring him to see me. Ja, derjenige, der sich ergibt, ist ein alter Kumpel von Cao Cao. Und der hat sich jetzt ergeben und sagt uns, wo wir zuschlagen sollen, damit halt die Moral von Yuan Shaos Armee gebrochen wird. Mal wieder sehr lange Ladesequenz. So, sprechen wir gleich mal mit denen. With an army that size, it must be difficult to keep them fed. Xu Yo will lead us to their supply depot. If we burn it to the ground, then victory is as good as ours. The supply depot is located at Wu Chao. It is possible to get them to open the gate. But we will need to make the necessary preparations. Please give me some time. Very well. I shall go and buy you the time you need. So, jetzt geht's, wie man sehen kann, wir sind umstellt. Und wir müssen halt nach Wu Chao gehen, weil da nämlich die Vorräte von Yuan Shaos Armee gelagert werden. Und wir brennen sie nieder. Ist natürlich sehr sinnvoll, um die... Ach nee, Quatsch, wir müssen erst da hoch auf die Mauer. Natürlich für so eine große Armee, die halt viel Nahrung benötigt, gerade für eine Belagerung, ist das notwendig, die Vorräte des Gegners niederzubrennen, weil, stehlen würde sich auch noch lohnen, aber sie jetzt, sage ich es mal, Wu Chao einzunehmen und dann halt, ja, keine Ahnung, da drauf zu sitzen wie so ein Drache, würde nichts bringen, weil der Gegner ist einfach zu übermächtig. Er könnte einfach dann Wu Chao überrennen und dann, ja, wieder unsere Nahrungsmittel. So, die ersten zwei haben wir zerstört. Jetzt kommen die nächsten zwei dran. Ich muss auch sagen, dass es... sehr schön in Szene gesetzt wird hier diese Schlacht.
So. So, die Gegner ziehen sich erstmal vom etwas zurück. Wir brauchen fürs Erste hier erstmal keine Angst haben, dass sie hier eindringen. Ist ja eh alles gescriptet, daher brauchen wir uns da keine Sorgen machen. So. Auf geht's nach Wu Chao. Ich muss sagen, ich habe heute die ersten zwei Folgen von die Obi-Wan Kenobi-Serie gesehen. Und ich muss sagen, die ist so gut. Also jedenfalls die ersten zwei Folgen. Mal sehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen sie bekommen soll, die Serie. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Und ja, bis jetzt bin ich auf jeden Fall sehr positiv überrascht, dass die Serie sehr gut ist. Also es hätte auch ein kompletter Reinfall sein können, aber ist es Gott sei Dank nicht. Fürs Erste jedenfalls. ja, es ist dann noch die Ahsoka-Serie, die ich im Auge habe, geplant, aber da weiß man halt noch nicht, wann die kommt und so. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es da auch nicht so lange mehr brauchen wird, bis die irgendwann ausgestrahlt wird. Weil das war's dann eigentlich auch Star Wars mäßig, was ich so weiß, wo jetzt ich sage hier, okay, das möchte ich mir anschauen. Bei Marvel, da ist auch einiges geplant, aber da hört man momentan auch leider nichts davon. Was ich auch sehr traurig finde. Aber wer weiß, vielleicht sind die noch beim Drehen oder keine Ahnung. Bin da nicht so krass im Bilde. So, wir müssen erstmal hier Platz schaffen. Nein, 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 lass mich einfach in Ruhe, ja? Okay, die wurde gefangen genommen. Jetzt töten wir noch deinen Mann. I intend to take you as my wife. If your thought dismays you, then by all means take your life. Your wife? I accept. I will stand by your side, my lord. Sao Pi kann so überzeugend sein. Hat die Frau einfach mit Worten, mit ein bisschen Schmeicheln überzeugt. Ich glaube, in der Enzyklopädie steht auch, dass sie auch nicht von ihrem Sohn von Yuan Shao, mit dem sie ja verheiratet war, sehr angetan war. Also daher kam ihr das auch nur gelegen, dass halt Cao Pi dann eben halt sie geheiratet hat. Laut der Enzyklopädie hier im Spiel, es kann auch sein, dass das komplett aus der Realität, also jetzt nicht der Realität entspricht. Ja, mach endlich das scheiß Tor auf. So, auf geht's. So, Zheng He, du bist der Nächste. Yuan Shao doesn't value you. Watch as Yuan Shao's life goes up in flames. Do you want to be turned to ash too? Or will you be a beacon that lights up this land? Fervor for you.
So, Zheng He konnte auch überzeugt werden. Ich glaube, in der chinesischen Geschichte ist es so, dass es zwei Zheng Heis gab. Einmal hier diesen Zheng He, den wir hier sehen, und dann noch einen in, ich glaube, im 15. Jahrhundert oder so. Ich bin mir nicht sicher. Da gab es auch mal eine Doku drüber, die ich mal gesehen habe vor längerer Zeit. So, jetzt werden wir uns Yuan Shao vorknüpfen. Wir werden auch nicht jeden Offizier killen. Hauptsächlich die, die jetzt hier aufblinken, damit wir zu Yuan Shao können. Damit wir halt die nächste Schlacht gleich noch hinten mit dranhängen können. Erstmal die hier oben platt. Ich nehme mir mal wieder zu viel vor, das eine irgendwie anfangen und das andere dann nicht zu Ende bringen. Geht gar nicht. Naja, du willst mich wieder hochschleudern. Gib's zu. Weg mit dir. Ernsthaft. So. Liu Bei scheint sich zurückzuziehen, also brauchen wir uns um den nicht kümmern. Oder? Wieder eine Mauer entlang. Ey, der soll ja jetzt weg von Cao Cao bleiben. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt da runter zu gehen und denen dann noch zu helfen. Sehr richtig, er geht nicht in die Burg. So, bleiben noch zwei Offiziere. Oder einer. Wie gesagt, für die Folge heute zum Freitag bekommt er halt mal eine Überlänge. Ne? Ich werde im Anschluss, wie gesagt, nochmal bei Fable reingucken und dann halt ein bisschen, vielleicht kann ich mir die Waffen schon kaufen und dann werde ich sehen, wie ich Fable weiter handhabe. Weil, wie gesagt, voraussichtlich muss ich halt im Laufe des Let's Plays dann halt nochmal so eine Farmpause, sage ich jetzt mal, also dass ich Geld farme, einlegen. Da wir eben halt diese... das Schloss kaufen müssen am Ende, ne? Na, also ist dann so gesagt der Epilog, der dann halt so gesagt Fable 3 dann eben halt anteasert, sag ich mal. Aber bis wir Fable 3 dann irgendwann mal spielen, das wird noch Ewigkeiten in Zukunft sein. Vielleicht ist Fable 3 sogar abwärtskompatibel, ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall mal in der Zukunft mal ausprobieren. Jetzt. Nein. So, weg mit dir. Set on the road to ruin. Yuan Shao has passed away. The central plains are now under our control. Many years have passed since Guandu
It took longer than I had hoped. But Father, the war is not over yet. Of course not. Our dominion must be recognized by all. Another relic of the past has died. The new age of my father is at hand. But one day his time too will pass. Father, the future that you seek, your dreams, are they the same as my own? Due to the efforts of Cao Pi, heir to the Cao throne, and many others, Yuan Shao was eliminated. With Hebei and the Central Plains under his control, Cao Cao had amassed the largest force in the land. Next, he turned his steely gaze toward the south. There, the major figures included Liu Biao in Jing, Liu Zhang in Yi, and Sun Quan in Jiangdong. Cao Cao decided to attack Jing as his first target. Liu Biao was killed during the initial attack, and his successor Liu Cong agreed to surrender to Cao Cao. However, Cao Cao did not let down his guard and continued to advance his army to Jing. The people of Jing trembled in fear before him. Without a doubt, Liu Bei would feel pity for the people and throw himself into the fray. Learning of Liu Bei's whereabouts, Guan Yu left Cao Cao and went to rejoin his sworn brother. Together with the peasants, Guan Yu fled from Cao Cao's advance and made his way toward Jiangling. This time, Cao Cao was determined to put an end to the meddling Liu Bei and finally realize his ambition. To that end, he would go to any lengths necessary. Cao Cao ordered Zhang Liao to give pursuit. For it was now that the Hero of Chaos was about to transform into something decidedly less heroic. Liu Bei must be killed. Cut down any who impede you. My lord, Liu Bei's army features many who are not soldiers, but mere peasants. They have chosen to side with him of their own free will. Therefore, they are our enemy. Soldier or peasant, it matters not. Do not forget, you are my blade. I choose who you cut and whose blood will stain. Lord Zhang Liao, we have sighted the enemy rearguard. Yes, it is time for me to take to the battlefield. So, weiter geht's. Jo, wie man sehen kann, ist praktisch gesehen die gleiche Map wie in Dynasty Warrior 6. Und ja, wir müssen Liu Bei verfolgen. Und ja. Er darf eben halt nicht da unten, also er wird schon da unten ankommen, aber wir müssen halt trotzdem da auch irgendwie ankommen. Ja. Man merkt auch schon, in der Cutscene hat man gesehen, dass Cao Cao immer mehr sehr abstumpft und halt auch bereit ist, wehrlose Bauern niederzumetzeln, um sein Ziel zu erreichen. Zhang Liao ist das vollkommen Rille, weil er führt einfach nur, er ist ein treuer Soldat und folgt eben halt nur seine Befehle. Wenn er halt sagt, hier, kill den, dann killt er den auch.
Ja. Und somit wird auch Cao Cao immer mehr als auch, man kann schon sagen, als nicht wirklich als Tyrann, aber er wird eben halt sehr gefürchtet. Wir können jetzt mal mit dem Pferd reiten. Sind zwar auch nicht viel schneller, aber warte mal. Genau, so wie ich es mir dachte hier, so eine Scheiße. Tu gleich noch Angriff, Verteidigung und so. Offizierattentäter. So, jetzt kann es losgehen. Ja, Schlacht ist jetzt auch nicht großartig was Besonderes, abgesehen davon, dass Zhang Fei eben halt die Brücke, ich glaube, in der Enzyklopädie steht irgendwie so tausende Soldaten, verscheucht hat. Ich weiß jetzt nicht, direkt bekämpft oder weggescheucht, keine Ahnung. Ja komm, jetzt hör auf abzuwehren hier. Ich bin es halt auch irgendwie gewohnt, Dynasty Warrior 9, genau, einfach zu laufen und dann das Pferd zu rufen und dann kann man während des Laufens aufs Pferd aufspringen. Gleich haben wir dich, Liu Bei. Liu Qi ist auch der uneheliche Sohn von Liu Biao und eigentlicher Herrscher der Jing-Provinz eigentlich gewesen. Aber durch Cai Mao oder so, der auch ein bisschen gerissen war, der dafür gesorgt hat, halt, dass das nicht so ist. Ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen. Jedenfalls habe ich das, glaube ich, irgendwo mal gelesen. Ach, ich muss das einfach mal, bevor ich so eine Scheiße erzähle, hier irgendwie mal den ganzen Kram vorher lesen. Ja, das ist Zhang Fei. Du und ich. Da kommt auch noch Zhao Yun. Ja, genau, richtig. Ja, mit, nein, wir haben nicht gekillt. Aber ja, du. Brauch jetzt keine Cutscene. So einfach kann's gehen. I must escape or lose my life. Die scheiß Kavallerie, ey. Ja, wir dominieren die, halt diese Schlacht. Wie gesagt, in der Wu-Kampagne werden wir einige andere Schlachten zu sehen bekommen. Deswegen wollte ich ja, wie gesagt, erstmal die Shu und Wei Kampagne machen, weil wir eben halt auch diese Schlachten doppelt sehen werden. Normalerweise war es ja eigentlich auch so geplant, dass wir eben halt erst Shu, dann Wu und dann Wei machen. Aber naja, es ist halt so. Weil eben halt die Jin-Kampagne auf die Wei-Kampagne aufbaut. Aber egal.
Weil man muss auch dazu sagen, dass auch einige Zeit die Jin-Kampagne da auch ein bisschen Zeit verstreicht. Also sie knüpft nicht hundertprozentig da an, sondern einige Jahre danach. Daher ist das schon ein bisschen verschmerzbar. So, geht mir die Schuhe. Wie fangen, du willst auch sterben. So. Ja, jetzt habt ihr alle Angst, ne? Rennt, solange ihr könnt. Man sagt auch nämlich, dass Kinder an. Jedenfalls steht so in der Enzyklopädie drin, dass wenn Zhang Liao irgendwie irgendwo hinkommt, wo ein Baby schreit, dass das Baby sofort verstummt. Weil sie alle so sich vor ihm fürchten. Schon krass, ey, wenn das wirklich gestimmt haben sollte. Aber das glaube ich ehrlich gesagt weniger. Ah, da ist Guan Yu. Guan Yu, you've made it in time. Hurry to the boat. I'll hold back the enemy. Die Bedingungen haben sich jetzt geändert. Wir müssen Guan Yu killen. Na komm her, du. Are you all right? Look who's come wandering back. You're mine, brother! You don't know when to quit! My lord! Normal opponent would have been dead by now. No matter how many times we are defeated, we will continue fighting to keep our brother safe. His benevolence gives us the strength to go on. More forces are approaching. Come then. You'll see. The day will come when our brother's virtue will overcome Cao Cao. Forgive me, my lord. The conflict will continue. A new world lay just before them. Zhang Liao's fierce pursuit forced Liu Bei's forces to scatter. Liu Bei himself managed to escape to Jiangsha. Cao Cao secured his hold on Jing and immediately moved to apply pressure on Sun Quan in Jiangdong. With his giant navy, he filled the banks of the Changjiang. If he could defeat Sun Quan and Liu Zhong of Yi Province, his conquest would be complete. Xu Chu and Cao Cao's other generals could almost picture the day when their long journey would come to an end. Little did they know that lying in wait for them was a secret plot by the strategists Zhuge Liang and Zhou Yu. Cao Cao would need to summon all of his might to bring his plans to fruition.
for his destiny would soon be decided here, along the banks of Cherbi. Tian Wei, Lord Cao Cao is amazing. He's nearly conquered the land. And when he does, we'll have all the rice fields we can tend. I hope you look down and bless our crop. But I have a bad feeling about things. So, da sind wir wieder mal bei der Schlacht von Cherbi angekommen, aber das alles natürlich im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ich hoffe, ihr seid natürlich im nächsten Part wieder mit dabei. Also haut rein und ciao.